Dankeschön, Tim. Seit Wochen wird spekuliert, ob Kronprinzessin Victoria schwanger ist oder nicht. Bestätigung gibt's keine, aber der Druck auf Victoria wächst, sagt unsere schwedische Royalexpertin. Der gibt's gleich. Willkommen, liebe Zuschauer. Kronprinzessin Victoria. Ist sie nun schwanger oder ist sie es nicht? Seit Wochen wird darüber spekuliert, aber der Palast hüllt sich in Schweigen und Victoria hüllt sich in Kleidung, die uns auch nicht weiterbringt. Wir haben jetzt mal bei einer schwedischen Royalexpertin nachgefragt. Wir schauen gleich nochmal nach Schweden und zwar auf die Insel Gotland. Schön, dass Sie bei uns sind. Jetzt gibt's den Deutschen Kurt Wallander. Sie dürfen sich auf einen Schweden-Krimi mit Walter Sittler freuen. Er hat wieder auf Gotland für Der Kommissar und das Meer gedreht. Tolle Landschaft. Kein Wunder, dass er sich in Schweden so wohl fühlt. Eine neue Folge von Der Kommissar und das Meer gibt's morgen um 20.15 Uhr im ZDF. Aus drei Engel für Charlie wurde jetzt ein Engel für Lucy Liu. Die Schauspielerin ist mit 46 zum ersten Mal Mutter geworden. Das Baby hatte keiner so recht auf dem Schirm. Ist doch nicht verwunderlich, weil Lucy Liu kein bisschen schwanger war. Miley Cyrus war gestern zu Gast in einer Late-Night-Show und sie hatte etwas an. Also ihre Haut war bedeckt, aber irgendwie an den falschen Stellen. Der Moderator hat eine ganze Weile gebraucht, sich von dem Schock zu erholen. War nur Spaß, er hat sich gar nicht davon erholt. Ja, auf jeden Fall, der Regenbogenumhang ist ein Weggucker, den wir gerade gesehen haben. Und hier kommen noch mehr Stars, die diese Woche kein gutes Händchen in Sachen Styling hatten und zum Beispiel von Amal Clooney noch lernen können. So, am Wochenende versorgen wir Sie über unsere Facebook-Seite. Ich wünsche Ihnen erholsame Tage. Am Montag meldet sich mein Kollege Florian Weiß. Er wird mich vertreten. Also machen Sie es gut. Tschüss.